Ja, hallo. Vielen Dank fürs Kommen. Ich wurde eingeladen, heute hier bei den Linux-Wochen über Open Science zu sprechen. Es ist jetzt keine so große Gruppe hier im Raum, also wir können interagieren. Wir können das irgendwie, glaube ich, ein bisschen auflockern. Und ich würde Sie bitten, auch immer, wenn Sie Fragen haben, mich zu unterbrechen und diese auch gleich zu stellen, weil ich glaube, das ist dann wichtig. Für mich wäre mal wichtig zu wissen, wer im Raum hat noch nie was von Open Science gehört. Ich glaube, das ist schon mal angenehm für mich. Da muss ich nicht so weit ausholen und kann gleich dann zu den wichtigeren Themen kommen. Was mich nämlich heute ganz besonders interessiert und was ich auch gerne diskutieren würde mit Ihnen, ist die Frage, wie Open Science und Free and Open Source Software zusammengehen. Die haben ja auch zum Teil eine gemeinsame Geschichte. Und wo wir heute stehen und wo es hingehen soll und was daran auch vielleicht durchwegs auch politisch, also als politische Haltung oder politisches Engagement verstanden werden kann. Und genau, und jetzt bin ich ganz froh, dass alle schon wissen, was Open Science ist, weil dann fange ich nämlich gleich mal an. Das ist sehr grün, aber ich glaube, man kann es lesen. Ich habe für Sie einfach mal so zusammengestellt, was die typischen Teile, also die typischen Bereiche von Open Science sind. Open Science wird, ich rede jetzt einmal grundsätzlich aus EU-Perspektive und auch ein bisschen so aus forschungspolitischer Perspektive. Open Science ist Teil dessen, was man Responsible Research und Innovation beschreibt. Also auch da ist sozusagen nicht nur die Forschung und die Wissenschaft dabei, sondern tatsächlich auch dieser Innovationsgedanke, auch diese Idee, dass sozusagen die Wirtschaft stärker forschungsgetrieben sein muss. Das geht heutzutage alles in so Bereiche wie Deep Tech und all diese schicken politischen Wörter, die Sie vielleicht schon mal gehört haben. Also dass man glaubt, speziell mit Startups oder Klein- und Mittelbetrieben, die im Technologiesektor sind, Standortentwicklung betreiben kann. Und da sind natürlich so Städte wie Wien auch irrsinnig interessiert. Oder man sollte glauben, dass so Städte wie Wien oder auch so Länder wie Österreich sehr interessiert sind, hier die Entwicklung auch stark voranzutreiben. Also Responsible Research and Innovation. Und hier ist ein Teilbereich Open Science. Und da gibt es vielleicht den berühmtesten Bereich des Open Access, also den freien Zugang zu Publikationen. Da werden wir auch gleich nochmal zurückkommen. Wissenschaftliche Publikationen. Und vor allem freier Zugang zu jenen, die mit öffentlichen Geldern gefördert worden sind, also wo die Forschung mit öffentlichen Geldern gefördert wird. Dann gibt es den Bereich der Open Research Data. Open Research Data sind nicht immer nur Daten, die in irgendwelchen Datenbanken liegen, sondern tatsächlich auch zum Beispiel Biomaterialien, die in irgendwelchen Biobanken liegen. Also da ist zum Beispiel in Graz eine große und da ist Österreich auch sehr stark in diesem Bereich, also alles, was sozusagen die Grundlagen, die eigentliche Forschung und Forschungs- und Analyseobjekte im Forschungsprozess betrifft. Dann gibt es den nächsten großen Bereich, je nachdem, wo man steht, Open Methods oder Open Source. Da gehört ganz sicher auch schon mal die Software hinein, die man verwendet, um Wissenschaft zu betreiben. Aber da gehören tatsächlich auch ganz normale Methoden mit Papier und Bleistift hinein, die man einfach lernen muss, ein bisschen transparenter und offener zu gestalten. Und ich komme aus den Sozialwissenschaften, wir haben da auch einiges aufzuholen, ja, was das betrifft, abgesehen davon, dass die meisten Programme in meinem Gebiet proprietär sind oder waren und dass sich jetzt langsam ändert mit so Software wie R oder so, wo man zum Beispiel Statistik mit Open Source betreiben kann. Sehr teuer auch die Lizenzen, die Uni dann jahrelang diese ganzen Lizenzen gekauft, dann hatte man nur Zugang an der Uni da musste man im Computerraum der Uni sitzen und dann hat man sich da zu Hause einen Crack besorgt, dass das immer funktioniert, weil man sich das gar nicht leisten konnte, die Software, die man verwenden musste. Und das ist in anderen Gebieten auch immer so gewesen. Das ändert sich jetzt langsam. Dann gibt es den großen Bereich Open Education. Da geht es darum, auch wieder vor allem im Bereich der öffentlich geförderten Ausbildung, das sind jetzt wirklich das Beginn vom quasi Kindergarten und geht bis in die höheren Schulen, bis in die Universitäten. Da geht es darum, dass Lehrmaterialien so angelegt werden, dass sie wiederverwertbar und wiederverwendbar sind und auch veränderbar werden. Das heißt, da ist die Idee die, dass man eben keine teuren Skripten jedes Jahr verkauft, auf die man ein Copyright hält,
als Professor zum Beispiel, weil man ja auch vom Staat sein Gehalt erhält, sondern dass man diese Skripten so aufbereitet zum Beispiel, dass man sie ins Internet stellt und dort die Studierenden frei Zugriff darauf haben und nicht noch extra im Buchgeschäft wieder etwas bezahlen müssen, um den mit öffentlichen Steuergeldern bezahlten Professor ein gutes Nebeneinkommen zu ermöglichen. Ich sage jetzt das überspitzt, ja, also ich sage das bewusst sehr sarkastisch überspitzt. Open Evaluation ist auch ein sehr interessanter Bereich, den werden wir heute nicht so ansprechen. Da geht es darum, dass der ganze, also Sie wissen, es geht immer mehr in Richtung Audits, man muss immer alles mehr kontrollieren und alles wird irgendwie immer mehr evidence-based und so weiter. Und es geht darum, dass aber die Evaluationsprozesse selber oftmals sehr intransparent sind. Und dass man von wegen Entscheidungen, die getroffen werden, das geht jetzt wirklich darin, ob man einen Artikel veröffentlichen kann oder ob man Gelder für ein Forschungsprojekt kommt oder bis hin zu einer Bewerbung als für einen Job oder so, dass man ganz selten nur erfährt, wie und warum die Entscheidung so und so gefallen ist und was für Prozesse dahinter gestanden sind. Und da ist ein ganz ein wichtiger, das ist in Open Science auch ein ganz ein wichtiger Bereich. Und schlussendlich, neben all denen, die ich jetzt nicht erwähnt habe noch, aber zum Zwecke des Überblicks, gibt es noch den Bereich des Citizen Science, wurde traditionell nicht immer in diesem offenen Bereich gewählt, weil es oftmals mit Offenheit in diesem Sinn von Open Data nicht so viel zu tun hat, weil es eher darum gegangen ist, dass man Bürgerinnen und Bürger dazu bekommt, der Wissenschaft zum Beispiel Daten zu liefern. Sie wissen, es gibt so Handy-Apps, wo man irgendwie Proteine falten kann, SETI, man kann sozusagen außerirdisches Leben suchen und seine Rechenpower zur Verfügung stellen und so weiter. Aber das ändert sich jetzt gerade sehr stark und es wird auch gefordert, dass sozusagen die Projekte, wo Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind und wo es jetzt nicht um sensible Daten oder was auch immer geht, dass die auch offener werden in alle möglichen Richtungen. Genau, und vielleicht auch noch, ich habe jetzt, Entschuldigung, meine Folien sind alle Englisch, weil irgendwie, ich mache das immer in Englisch, diese Sachen, aber ich glaube, es ist hier in diesem Raum sicher kein Problem. Die ganz wichtig sozusagen, die grundsätzliche Idee hinter Open Science ist, es geht um das Teilen und die Kollaboration. Also das ist einmal das Allerwichtigste. Und es geht darum, eine gewisse Transparenz aufrechtzuerhalten und eine Reproduzierbarkeit. Jetzt sollte man glauben, das ist doch Wissenschaft, ist doch eigentlich eh, wie Wissenschaft funktionieren sollte. Aber das ist oft nur so in der Theorie und nicht in der Praxis. Vor allem in so Bereichen, wo es sehr, sehr starken Konkurrenzdruck gibt, ist das ein großes Problem. Und es geht nicht nur um Reproduzierbarkeit, sondern es geht tatsächlich auch um die Wiederverwendbarkeit und Wiederverwertbarkeit. Ja, aber ich glaube, ich muss wahrscheinlich jetzt da nicht so genau über Lizenzen und so weiter sprechen. Ich glaube, das ist in diesem Raum wahrscheinlich kein Problem. Und dadurch eben auch, dass man zum Beispiel auf einem wissenschaftlichen Wissen neue Applikationen aufsetzen kann. Genau, und schlussendlich ist ein ganz wichtiger Punkt die soziale Beteiligung. Das heißt, es geht darum, dass man die Wissenschaft dahingehend öffnet, vor allem die mit öffentlichen Geldern finanzierte, neben der Grundlagenwissenschaft, die natürlich immer sehr wichtig ist, aber dass man auch hört darauf, was denn die gesellschaftlichen Probleme und sozusagen Concerns sind, um auch mal die Forschungsagenda dementsprechend ein bisschen auszurichten. Open Science hat total viele so Taxonomien, kann man sich stundenlang darin beschäftigen, was das alles ist. Es gibt hier ganz viele radikale Ideen, also zum Beispiel in der Chemie hat sich durchgesetzt in manchen Bereichen diese Extreme Notebook Science oder Open Notebook Science, wo es darum geht, dass man quasi seine Laborbücher real-time offen zugänglich im Internet verfügbar macht und auch schreibt. Ja, das ist für manche Bereiche irrsinnig gut. Dadurch passieren einfach Fehler nicht dauernd immer wieder und die Leute müssen nicht immer wieder das Rad erfinden. Es gibt aber auch so Bereiche, die ganz stark in Verruf geraten sind, zum Beispiel Predatory Journals. Ich weiß nicht, ob Sie damit schon mal was zu tun gehabt haben. Ich liebe diesen Begriff Predatory Journals. Da geht es darum, dass Leute dieses Open Access Modell ausnutzen und so Verlage gründen, die überhaupt kein gescheites Peer Review oder so machen und billige sozusagen Kosten haben. Das heißt, man zahlt dann nur $50 oder so für einen Artikel oder sagen wir $350, was in diesem Markt sehr wenig ist. Und dann wird einem versprochen, dass der Open Access gestellt wird. Das ist das sogenannte Gold Model, die goldene Route des Open Access im Vergleich zur grünen Route des Open Access, wo es darum geht, dass man seine
Publikationen, aber auch seine Daten selbst archiviert, zum Beispiel in einem Repository an einer Universität. Und im goldenen Modell hat man einen Journal, den man bezahlt dafür, dass es den Artikel oder die Daten Open Access stellt. Und Predatory Journals machen das ganz gut. Die sind vor allem, die haben dann immer, die schauen dann immer so aus wie die echte Journals, die machen das nach und bieten eben ganz billige Kosten und haben dann meistens auch kein Peer Review. Eine ganz, ganz lustige so Testung, so Leute computergenerierte Papers eingereicht haben, dass es in Journals und durchgekommen sind. Übrigens, man muss aber dazu sagen, der Fairness halber, das ist auch schon bei seriösen Journals gelungen. Ja, wichtig auch, Open ist nicht nur Science, ja, weil das muss ich hier in dieser Runde sicher auch nicht erzählen. Also das ist eine große Bewegung, die sich in ganz viele Bereiche erstreckt und ich glaube, das müsst ihr vergessen. Also das ist eine Bewegung, die von Grassroots gegründet worden ist und weil die Politik sie jetzt aufgreift, ist das für mich etwas total Schönes, weil dadurch auch und weil zum Beispiel jetzt in EU-Programmen es inzwischen verpflichtend gibt, dass man seine Artikel Open Access macht oder dass man seine Data zur Verfügung stellen muss. Aber trotzdem ist es Teil des globalen Movements oder einer Bewegung, die mal mit dieser Top-Down-Politik zuerst nicht so viel zu tun hat, beziehungsweise sich als Kritik dagegen entwickelt hat. Ja, ich habe schon die EU erwähnt. Open Science ist das große Thema jetzt zur Zeit bis 2020, wie es dann weitergeht. Gestern wurde das neue Budget für nach 2020 veröffentlicht. Da hat jetzt die militärische Forschung nochmal einen sehr, sehr großen Share drinnen. Das war bis jetzt nicht so. Da wird sich sicher einiges ändern, auch zum Thema Offenheit, weil das wird der militärischen Forschung dann vielleicht zu gewissen Clashes führen. Aber jetzt haben wir die Story so oder der Narrativ geht so, dass wir diese Offenheit brauchen, um Jobs and Growth und Innovation zu schaffen. Und das ist eigentlich so, man weiß es nicht so genau. Das hat gute Seiten und das hat natürlich auch gefährliche Dimensionen, aber da wollen wir nicht so genau drüber sprechen, weil ich will ja dann schnell zu den eigentlichen Sachen kommen. Genau, also Aspekt sind die ICT-Tools, sag ich auch mal. Und vielleicht die ganze Frage, die wir heute stellen können, und dann komme ich jetzt gleich zum eigentlichen Thema, nämlich, dass wir heute mit Open Science die Möglichkeit haben, die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft neu zu definieren und neu zu verhandeln. Und das ist ein interessanter Punkt in der Geschichte, das ist gerade offen, zumindest ein bisschen. Und es wird gerade zugehört, auch von der Politik, was das betrifft, von den Institutionen, von den Universitäten. Da gibt es gerade Möglichkeiten. Und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Chance, um auch Open Science und Open Source oder FOSS zusammenzubringen, noch einmal, und zwar nachhaltiger zusammenzubringen, als das jetzt oft passiert. Ich zeige jetzt Ihnen anhand eines Beispiels, wie das normalerweise abläuft. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele von Ihnen auch wissenschaftlich tätig sind ein bisschen oder diesen Prozess kennen. Nicht so viele, dann erkläre ich es eben einmal. Also das ist so ein klassischer Prozess, wie man in der Wissenschaft publiziert hat. Ich habe jetzt wieder bewusst ein sozialwissenschaftliches Beispiel genommen, weil da diese hier irrsinnig verhasste Software ist, CSS, eine Statistik-Software, drin vorkommt. Also man hat irgendwie im Web of Science, das ist eine Datenbank, ein Index, aber mal geschaut, was gibt es schon für Literatur zu einem Thema. Da hat man nur Access gehabt, wenn die Uni das bezahlt hat, ist sau teuer. Dann hat man eine proprietäre Software verwendet, um die Daten, die man gefunden hat oder was auch immer, zu analysieren. Dann hat man wiederum das zusammengeschrieben in Microsoft Word mit irgendeinem Bibliografie-Tool wie EndNote. Dann hat man einem Magazin wie Nature versucht unterzubringen, hat das selten geklappt, aber das ist so high impact, dass man dort unbedingt hin wollte. Dann hat man, das ist jetzt mal egal, und dann hat man endlich diese Prestige und diese große Sichtbarkeit gehabt, durch den Impact-Faktor in das Journal. Und das konnte man dann bei einer Bewerbung für eine Professur oder so, konnte man hinlegen und sagen, schau, ich habe so ordentlich gearbeitet in diesem Workflow und ich bin Prestige und ich bin seriös und das ist jetzt beeidigt durch dieses System. Wie Sie erkennen können, ist das ein System, das eben alles mit verschiedenen Firmengeflecht im Hintergrund abläuft und das Arge ist, dass der Anfangspunkt und der Endpunkt,
nämlich diese Datenbank, wo wir unsere Literatur suchen und die Datenbank, die bewertet, was wissenschaftliche Qualität ist, meistens in einer oder in ähnlichen Händen ist. Das heißt, das ist ein totales Problem, wenn sozusagen wenn hier ein Monopol entsteht zwischen dem, was Wissen ist und zwischen dem, was als wissenschaftliche Qualität beurteilt wird. Ne? Heute ist das schon ein bisschen anders. Heute, wenn man schon innovativ ist, geht man nicht mehr zu Web of Science oder man hat keinen Zugang, man geht zu Google Scholar, ja, sucht dort was, verwendet schon eine offene Software, ist schon ein bisschen besser, verwendet offene Tools, unter anderem Google Docs oder Google Drive, um irgendwie Daten und so weiter zu machen, geht in Open Access, schon in prädestinierte Open Access Journals rein, dann tut man es noch ablegen in Uni-Repositorium oder so und dann versucht man vielleicht auch noch seine Prestige über alternative Quellen herzustellen. Ja? Ist aber auch noch nicht wirklich ideal. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man in diesem Prozess sich bewegen kann. Und ganz, ganz, ganz viele davon, ganz viele sind schon offen, aber ganz viele und immer mehr davon werden sozusagen sind wieder firmenbasiert und wieder zu oder so hybride Modelle. Und es ist tatsächlich so, dass wir beobachten, und es gibt relativ viel Arbeit dazu, dass die großen Publisher, also so wie Elsevier oder eben früher war es Thomson Reuters, Springer, Nature, wie sie alle heißen, dazu tendieren, weil sie einfach auch sehen, dass ihnen ein bisschen ihr Geschäftsmodell von normalen Zeitschriften publizieren abhanden kommt, dass sie versuchen, jetzt in diesen wissenschaftlichen Workflow mehr hineinzukommen. Und das ist ein Problem, ja, weil einfach ich vielleicht gleich auch noch einmal erklären werde, wie das abläuft. Wir haben jetzt ein paar große Publisher, die werden immer weiter in diesen Workflow eindringen. Das heißt, es ist tatsächlich so wie mit unseren Handys, wo einfach Google, egal welche Apps wir benutzen, wurscht, ja, überall kommt ein Google Maps vor oder was auch immer, alle Informationen mitsammelt. Das heißt, sozusagen dieses öffentliche Wissen, was vielleicht auch mit öffentlichen Geldern gefördert worden ist, geht gleich mal automatisch in sozusagen privatisierte Datenbanken hinein, die dann unglaublich viel Wertschöpfung daraus generieren können. Ohne dass mit wenig Nutzen dann manchmal für die Öffentlichkeit. Ich habe jetzt nur noch ganz kurz, nämlich so funktioniert das mit in diesem System bis jetzt noch. Wir hoffen, dass sich das ändert. Wir haben sozusagen Steuergelder oder Gelder von gewissen Trusts oder Charities, die gehen einerseits in die Bibliotheken von den Unis, andererseits zu den Forscherinnen oder den Leuten, die dann auch Reviewen zum Beispiel, Artikel. Und dafür haben dann die Forscherinnen freien Zugriff von den Universitäten auf die Bibliothek, auf die Literatur. Und die Forscherinnen arbeiten völlig gratis in diesen ganzen Zeitschriften und Datenwahnsinn. Also alle, wir sozusagen sind da drinnen, wir sind froh, wenn wir einen Artikel haben und wir sind froh, wenn das jemand reviewt und wir reviewen. Wir machen da alle mit und sitzen in Editorial Board, dafür kriegen wir nie irgendein Geld, weil wir ja unsere Jobs haben, mit öffentlichen Geldern finanziert. Das heißt, wir arbeiten gratis und die Publishers sozusagen kriegen wiederum Geld von den Bibliotheken für die Bezahlung der Abonnements zum Beispiel. Ja? Und wenn jemand nicht im Unibetrieb ist, sondern von außen Informationen haben will, muss man auch Geld bezahlen, um zu den Artikeln zu kommen. Das war sozusagen das klassische Modell vor Open Access. Ja? Und der Profit, der wird abgezogen, ja, aus dem System. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen gruselig, wenn man beobachtet, dass sich dieses System gerade verlagert, weg von nur dieser Art Ebene der Artikel und der reinen sozusagen Publikation in Richtung des gesamten Workflows. Und einfach man sieht, wie viel von den eigentlich offenen Sachen gerade wieder geschlossen werden oder gekauft werden von großen Verlagen. Das ist auch sehr beliebt. So, und dabei kann man tatsächlich den ganzen Workflow offen machen. Und da gibt es wirklich schöne Sachen. Es gibt da wirklich den gesamten wissenschaftlichen Workflow inzwischen. Überall offene Möglichkeiten. Ja? Und das ist eine sehr schöne Grafik, die ich jetzt leider nicht weiter herzeigen kann, weil die Zeit davon läuft. Aber es gäbe irrsinnig viele Möglichkeiten. Ja? Und es ist tatsächlich so, was eben fehlt, ist ein gebündeltes Wissen zu diesem Thema. Das heißt, das wird nicht unterrichtet oder ganz selten, das sind eher so Randbereiche.
man wird immer noch an der Uni angehalten, gewisse Sachen zu verwenden, wenn es eigentlich offene Alternativen gäbe. Da hat man dann Angst, die werden dann vielleicht nicht weiterentwickelt oder sind nicht stabil, bla 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 bla. Ich muss, der Linux ist sozusagen das auch immer wieder so ein Argument. Das kommt. Und es gibt eben irrsinnig schöne Applikationen, die man offen machen kann. Und ich habe jetzt gerade ein Beispiel ausgesucht, weil ich da im Board sitze. Das sind Freunde von mir, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht eh schon kennen, die Open Knowledge Web zum Beispiel, eine österreichische und weltweite Netzwerkgeschichte. Das ist ein visuelles Interface, das auf dieses Datenbankwissen aufgreift und schaut, wie man zum Beispiel wissenschaftliche Felder miteinander vergleichen kann. Und es gäbe auch noch viel anderes zu sagen, aber ich komme gleich zu meiner letzten Folie. Was ich nämlich tatsächlich glaube, was sehr wichtig ist, was wir auch hier in Wien fragen müssen und wo vielleicht dann sich auch so Orte wie die Jugendwochen, vielleicht nicht gleich am ersten Tag um 10 Uhr früh, aber im Laufe der nächsten Tage sehr stark eignen würden, sind, dass man einmal überlegt, was bräuchte es denn, um das nachhaltiger zu gestalten. Ja, wir haben jetzt diese Bewegung, es gibt jetzt diese Open Science Bewegung, es gibt die Bereitschaft, in mehr Alternativen zu schauen, mehr Offenheit auch an den Unis zum Beispiel zu propagieren. Und in ganz vielen Feldern fehlen die offenen Tools. Ja? Das ist die eine Seite. Also in der Wissenschaft gibt es ganz viel Nachfrage nach gewissen Tools. Ja? Ich rede jetzt gar nicht nur über GIS oder so, das ist ein großes Thema natürlich. Und auf der anderen Seite gibt es Communities, die offen entwickeln, also die irgendwie tolle Sachen machen. Aber mir kommt manchmal vor, dass da einfach der Austausch noch nicht wirklich gut genug funktioniert. Ne? Und dass es auch die Zeit fehlt einfach, weil die Wissenschaft oftmals so unter dem Zeitdruck arbeitet, dass sie schnell dann im Internet schauen, ob es irgendein Tool gibt, das sie verwenden können, dann sind sie halb zufrieden und dann verwendet man das halt, anstatt dass man einmal die Zeit hat, in seiner unmittelbaren Umgebung oder vielleicht dann an der technischen Uni oder wo auch immer, sich zu erkundigen, wo sind denn vielleicht offene Tools, die hier entwickelt werden oder wo können sich hier Entwickler, Entwicklerinnen finden, die mir dabei helfen, genauso ein Tool zu bauen, das ich für meine offene Arbeit in der Wissenschaft brauche. Ja, also das funktioniert einfach überhaupt noch nicht. Und damit ja, ist dieses ganze Problem, nämlich dass diese Synergien auch völlig ungenutzt bleiben, was man immer unter Innovation, Research und Innovation und so weiter hört und Jobs and Growth, das ist völlig ungenutzt, weil einfach Pockets of Excellence, die einfach auch in regionalen Standorten sind, nicht ausgenutzt werden. Ja? Und deswegen würde ich gerne enden, weil meine Zeit um ist, oder? Meine Zeit ist um, ja. Mit dieser Frage, wo bleiben denn auch diese Innovationsförderprogramme, die das berücksichtigen? Und ich glaube, es gibt in Österreich eigentlich genug Geld und es gibt auch genug Agenturen, die sich mit so etwas eigentlich beschäftigen. Ich nenne jetzt bewusst nicht die Namen dieser Einrichtungen. Und mir fehlt total Verständnis für genau diese Sache. Aber ich glaube, natürlich rede ich hier zu den Konvertierten, weil das überhaupt ein natürlich altes Problem von Open Source und so weiter ist. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was wir nochmal stärker ansprechen müssen, und zwar von beiden Seiten kommen. Und ich glaube, wenn sich da eine Allianz bildet aus Wissenschaft und Technik, dann könnte das einfach auch noch einmal einen viel stärkeren Impetus generieren. Und ich glaube, das wäre gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Gibt es jetzt noch Zeit für Fragen oder geht es schon weiter? Ja? Bitte. Die Embargo, das Problem des Embargos, ja. Das ist tatsächlich so, also bei Dissertationen und Masterarbeiten ist das ein Problem, weil das in der Politik liegt, also das kann entweder die Institution entscheiden oder in selteneren Fällen, in manchen Ländern gibt es das Modell, wo das ein Gesetz ist, wie das aussieht. Das ist tatsächlich etwas, wo, glaube ich, man über die Institutionen, nur über die Institutionen eine Veränderung herbei, also über das Verständnis, das in Institutionen für Offenheit herrscht, herbeiführen kann. Es ist natürlich ein Problem mit Private-Public Partnership, die sozusagen dieses Verständnis ist auch in den Firmen natürlich überhaupt nicht da für Offenheit. Ja? Und die sehen halt, wenn sie sozusagen das Geld reingeben,
für ein Projekt, dann gehören Ihnen auch die Informationen. Aber die Hälfte der Arbeitszeit war ja wahrscheinlich mit öffentlichen Geldern finanziert. Dann müsste man Modelle finden, wo man zumindest einen Teil davon offen machen kann. Aber ich glaube, dass sozusagen der Level von Masterarbeitendissertation ist besonders schwierig, weil man da von Seiten der Politik von oben sehr wenig machen kann. EU-Fördergelder zum Beispiel, also würde das nicht mehr funktionieren. Oder auch in gewissen Staaten die Forschungsförderung. Also da gibt es schon einige Länder, die erlauben kein Embargo zum Beispiel. Die geben nur Geld, wenn öffentliches Geld gegeben ist, gibt es kein Embargo. Und das ist. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Kann jeder kommen und genau. Genau, und natürlich, wenn sich die Wirtschaft oder wenn sich die Politik noch wirtschaftsfreundlicher entwickelt, so dass man, dass dann eben Firmen ganze Gesetzessysteme verklagen können, dann wird das natürlich auch nicht helfen. Ja. Das stimmt, aber da muss einfach ein Bewusstsein, ich glaube, man muss sehr früh ansetzen und das Bewusstsein muss von den Studierenden einfach kommen und von denen, die mit ihnen arbeiten, damit sich das ändert. Viel Arbeit noch nötig. Okay, ich glaube, die Zeit ist um. Vielen Dank.